Der Peter hatte gefragt, ob man denn auch Videoclips als Transitions in DaVinci Resolve importieren kann und sie zeitresponsive machen kann. Und ja, es geht, aber es gibt ein paar Dinge, die du beachten solltest. Also, ich habe jetzt hier in DaVinci Resolve diesen Clip und ich möchte den als Maske nutzen und den in so eine Transition hier umwandeln. Zuallererst möchte ich die Transition über Convert to Fusion Cross Dissolve in einen Fusion Cross Dissolve umwandeln und dann hier in Fusion gehen. Als nächstes können wir den Cross Dissolve löschen oder ganz ersetzen, indem ich einfach eine Merge Node draufziehe. Und dann habe ich quasi schon das zweite Bild über dem ersten. Nun könnte ich mir natürlich einfach meine Transition aus dem Media Pool hier reinziehen, dann eine Bitmap Node nehmen, diese Bitmap Node im Channel of Luminance stellen und das in den blauen Pfeil der Merge verbinden. Und du siehst, ich kriege hier schon meine Matte Transition. Das Problem, was wir jetzt allerdings haben, wenn wir daraus jetzt, selbst wenn das responsive wäre, ein Transition Preset machen, es würde nur für dieses Projekt gelten. Ich zeig's dir. Ich speichere mir dieses Transition Preset mal unter Create Transition Presets als ASDF und gehe in ein anderes Projekt rein. Also ich bin jetzt hier in einem anderen Projekt und diese Transition auf meinen Schnitt ziehe, dann wirst du sehen, boom, Media Offline. Und das liegt daran, dass DaVinci Resolve in Fusion mit Media IDs arbeitet und nicht mit absoluten Faden. Diese Media IDs werden projektspezifisch abgelegt. Das bedeutet, niemals mit Media Ins in irgendwelchen Transition Presets oder Title Presets arbeiten, weil diese dann im nächsten Projekt nicht wiederverwendbar sind. Es gibt allerdings eine Node, die absolute Pfade als Medias in dem Sinne abgreifen kann. Und das ist die Loader Node. Aber anders als die Loader Node, die ihr vielleicht aus der Fusion Standalone kennt, kann die Loader Node in DaVinci Resolve keine Videos wiedergeben, sondern nur Bildsequenzen. Das bedeutet, das erste, was du machen solltest, wenn du so ein Transition Preset anlegen willst, solltest du dein Video in eine Bildsequenz umwandeln. Und das kannst du in DaVinci Resolve easy machen, indem du einfach nur deine Transition markierst und das nochmal als TIFF renderst. Oder, was ich viel lieber mache, ich gehe in Fusion rein und suche mir hier mit Shift Space eine Saver Node raus und verbinde mein Media Out mit meinem Saver und kann mir jetzt das Ganze irgendwo hin speichern. Ich speichere mir das Ganze mal als Splatter Transition und speichere mir das als JPG und nicht als MP4, damit es auch wirklich eine Bildsequenz ist. Wichtig, mit dem Saver habe ich jetzt erstmal nur definiert, wohin ich das Ding speichern will. Ich muss das noch rendern, indem ich auf Fusion gehe und dann hier oben Render All Savers klicke. Dann lass uns jetzt mal gucken, wie wir diese Bildsequenz importieren und zeitresponsive machen. Ich bin jetzt hier wieder bei meinen zwei Clips und gehe wieder in meine Transition, die ich schon vorher angefangen habe, gehe damit in Fusion und den Media In, den kann ich ganz einfach löschen. Jetzt möchte ich mir mit Shift Space eine Loader Node raussuchen und wähle mir hier einfach nur den allerersten Frame. Klicke dann auf Öffnen und kann mir das anzeigen lassen. Jetzt möchten wir das ganze Ding natürlich zeitresponsive machen, weil ansonsten ist die Transition nie am Ende abgeschlossen. Und dazu suche ich mir mit Shift Space unter Time nicht den Time Speed, sondern den Time Stretcher. Und füge den hier zwischen meinem Loader und meiner Bitmap ein. Und der Frame Stretcher ist im Prinzip nichts anderes als das Time Stretching Tool nur als einzelne Frames Variante aufgeführt. Ich habe hier oben die Source Time und diese Source Time ist nichts anderes als ein Frame Counter mehr oder weniger, der mir dann sagt, hey, gib mir gerade zu dieser Zeit Frame 160 wieder oder Frame 400. Und diesen Source Timer, den können wir jetzt animieren, indem wir einfach mit Rechtsklick Modify with Anim Curves gehen und hier in dem Anim Curves Modifier unter Scale den letzten Frame angeben. Das bedeutet, ich gehe jetzt hier mal in meine Splatter Transition und die sagt mir hier oben, das Ding hat insgesamt 565 Frames und das möchte ich auch hier eingeben. Und zwar in meinem Modifier unter Scale 565. Und damit habe ich eine Transition, die von vorne nach hinten zeitresponsive ist, aber die ist noch nicht Resolution unabhängig, weil wenn du jetzt 4K-Bild reinziehst, dann ja, ist auf einmal die Transition zu klein. Und das müssen wir noch ändern, indem ich hier in der Bitmap Fill Mode oder Fit Mode auf Outside stelle. Und damit garantiere ich, dass meine Transition immer groß genug ist.
Und sie ist jetzt zeitresponsive und das können wir jetzt mit Rechtsklick als Transition Preset abspeichern. Und wenn du noch mehr zum NM Curves Modifier wissen willst, dann schau dir doch mal dieses Tutorial an, wo ich dir wirklich einen kompletten Guide gegeben habe. Bis zum nächsten Mal, Kameramagier. Ciao.